Ja. Sollen wir uns mal hinstellen? Ich meine, uns sieht ja keiner. Also ich, ja, dann genau, machen wir das. Ja, herzlich willkommen zunächst mal hier zu dem Gespräch über die digitale Agenda. Ich freue mich sehr, dass Frau Zypris die Zeit gefunden hat, heute herzukommen. Ich glaube, großartig viel Worte zur Vorstellung muss man nicht unbedingt verschwenden. Frau Zypris war früher mal Bundesjustizministerin, heute parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Und wir wollen heute sprechen, in Anbetracht der doch eher begrenzten Zeit, über zwei Themen, die momentan auch durchaus von Bedeutung sind. Das eine ist die Netz. Neutralität und das andere ist das geplante Freihandelsabkommen TTIP. Und das sind so die beiden Themen, über die wir uns jetzt unterhalten wollen. Und ich würde ganz gerne mit der Netzneutralität beginnen und einfach mal mit einer offenen Frage anfangen. Und zwar, was verstehen Sie selbst unter dem Begriff Netzneutralität? Ich finde ehrlich gesagt, dass die Definition, die das Europäische Parlament dazu gefunden hat, eine ist, die das Ganze gut beleuchtet. Ich habe die gestern schon mal hier bei einer Veranstaltung vorgelesen, wurde dafür bei Twitter belohnt und mache es deshalb gleich nochmal. Die definieren den Grundsatz der Netzneutralität so, dass sie sagen, es ist der Grundsatz, dass der gesamte Internetverkehr gleich und ohne Diskriminierung, Einschränkung oder Störung unabhängig vom Absender, Empfänger, Art, Inhalt, Gerät, Dienst oder Anwendung behandelt wird. Und das ist, glaube ich, ein sehr weitgehender Begriff der Netzneutralität. Wir haben bei uns im Koalitionsvertrag gesagt, naja, mag sein, dass man in der Entwicklung des Netzes noch zu einigen Diensten kommt. Das gängige Beispiel sind immer die Gesundheitsdienste, wo man dann doch sagen muss, also da müssen wir sicherstellen, dass solche Sachen weitergeleitet werden. Im Moment sehe ich dafür noch keinen Bedarf so richtig. Aber ich will nicht ausschließen, dass wir da vielleicht in 2-3 Jahren anders drüber reden. Zweite Frage schließt sich gleich in die erste an. Welche Bedeutung hat die Netzneutralität? Also die Dimensionen der Bedeutung. Können Sie da was zu sagen? Ich finde, es hat eine sehr hohe Bedeutung, weil wir können das Internet, so wie wir es jetzt kennen und wie wir es alle schätzen, halt nur dann aufrechterhalten, wenn wir bei dieser Netzneutralität bleiben und wenn wir genau nicht zulassen, dass einzelne Unternehmen, die das Geld haben, sagen, unsere Sachen gibt es schneller. Ja, das ist doch mein Applaus wert. Jetzt hat das Europäische Parlament Anfang April abgestimmt über einen Entwurf zu einer EU-Verordnung für einen einheitlichen Telekommunikationsmarkt. Darin sind ja eben auch Regeln zur Sicherung der Netzneutralität enthalten. Danach ist es Zugangsprovidern und Anbietern von Internetdiensten weiterhin grundsätzlich erlaubt, sogenannte Spezialdienste anzubieten. Falls der eine oder andere nicht genau weiß, was das ist. Es sind Dienste, die mit einer garantierten Übertragungsqualität logisch getrennt vom offenen Internet angeboten werden und über eine strikte Zugangskontrolle verfügen, also typischerweise IPTV, Voice over IP oder eben die schon erwähnten medizinischen Anwendungen. Jetzt dürfen diese Spezialdienste laut Verordnungstext allerdings nur angeboten werden, wenn die Netzwerkkapazität des Providers ausreicht, damit der Zugang und die Qualität des offenen Internet dadurch nicht beeinträchtigt werden. Das klingt jetzt zunächst mal sehr erfreulich. Sehen Sie jetzt noch weiteren Nachbesserungsbedarf oder haben wir eigentlich schon alles erreicht, was wir erreichen wollen? Nee, den Nachbesserungsbedarf sehen wir natürlich und die Definition, die ich Ihnen eben vorgelesen habe vom Europäischen Parlament, ist ja die Definition derer, die gesagt haben, das, was die Kommission uns da vorgelegt hat, als Entwurf, als Gesetzesentwurf, das wollen wir nicht, sondern wir wollen es anders. Das Europäische Parlament geht über den Entwurf der Kommission ja hinaus und hat damit quasi gesagt, so geht es nicht, wir müssen noch mal diskutieren. Ich finde übrigens, das ist ein richtig gutes Beispiel dafür, welche Kompetenzen das EU-Parlament inzwischen durch die letzten Vertragsänderungen bekommen hat. Und es sollte Anlass für alle sein, die hier sitzen, am 25. Mai zur Europawahl zu gehen. Weil dieses Parlament hat wirklich inzwischen was zu sagen. Und es ist wichtig, dass da Leute sitzen, die wissen, wovon sie reden. Jetzt ist es ja nach diesem derzeitigen Verordnungsentwurf, so wie er vom Parlament verabschiedet wurde, weiterhin möglich, dass man Dienste... Nee, wurde ja nicht verabschiedet. Naja, es aber ist zurückgegeben worden, das wird diskutiert. Wir sind da auf europäischer Ebene auch als Bundesregierung in den Diskussionen noch drin. Ja, natürlich. Aber der Stand der Dinge, den wir jetzt haben nach der Abstimmung im Europaparlament,
Der Text, auf den man sich da jetzt soweit geeinigt hat, sieht ja vor, dass man, dass es, oder danach ist es weiterhin möglich, Dienste des offenen Internet auf Spezialdienste auszulagern. Also dem ist nicht wirklich ein Riegel vorgeschoben worden. Wenn es jetzt dazu kommt, wie das ja auch gerade von der Provider-Seite immer wieder behauptet wird, dass wir in absehbarer Zeit eine Bandbreitenknappheit bekommen, dann würde das ja bedeuten, dass es auch ganz ohne spezifische Drosselung zugunsten von Spezialdiensten alleine durch das Best-Effort-Prinzip zu Verlangsamungen im offenen Internet kommen könnte. Damit haben wir genau die Gefahr, dass zahlungskräftige Dienste, etablierte Dienste, YouTube, Facebook etc. Auf Spezialdienste ausweichen, werden nicht kommerzielle Angebote oder auch weniger finanzstarke Startups darauf zurückgeworfen sind, dass sie im offenen Internet anbieten müssen und ihre Kunden eben sehr viel langsamer erreichen. Damit würden ja genau die Wettbewerbsnachteile und Markteintrittsbarrieren entstehen, die eigentlich verhindert werden sollten. Welche Möglichkeiten sehen Sie jetzt noch ganz konkret durch eine Nachbesserung des Textes, diesen Gefahren zu begegnen? Ich glaube, dass wir auf verschiedenen Ebenen da tätig werden müssen. Also wir müssen auf der einen Seite in den Verhandlungen des Rates und in den Verhandlungen mit dem Parlament tätig werden und müssen sagen, das ist das, was wir nicht wollen. Das habe ich ja schon mal gesagt und da sind wir auch unterwegs. Aber der andere Punkt ist natürlich der, wir müssen auch sehen, dass wir die Bandbreiten in Deutschland natürlich erweitern. Also, oder nicht nur in Deutschland, in der Europäischen Union. Also wir brauchen auch tatsächlich ein Ausbauprogramm für digitale Infrastruktur. Da sind wir in Deutschland dabei. Da könnten wir in Deutschland besser sein. Das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Das ist so. Das muss jetzt Alexander Dobrindt lösen. Der Bundesverkehrsminister hat die Aufgabe bekommen, sich um den Ausbau des Breitbands zu kümmern. Wir müssen aber auch auf europäischer Ebene generell, denn Sie fragen mich ja hier nach europäischem Recht und da geht es ja auch um Europa als Ganzes. Wir müssen auch in Europa sehen, dass wir zu einem besseren Ausbau generell kommen. Ich komme gerade von einer Diskussion heute Mittag mit einer hohen Beamtin der Europäischen Kommission, die gesagt hat, wir wollen an diesem Ausbauprogramm, was wir jetzt schon mal angefangen haben, auch in der nächsten Legislatur, die ja jetzt auch für die Kommission kommt, nach den Wahlen zum Europäischen Parlament gibt es ja auch eine neue Kommission und sie sagt ganz klar, wir wollen daran festhalten. Also wir wollen auch europäische Gelder da reingeben, dass die Netzinfrastruktur in Europa besser ausgebaut wird. Wie passt das mit der Regelung in der Koalitionsvereinbarung zusammen, dass Sie dort von deutscher Seite aus eigentlich gar nicht mehr vorgesehen haben, spezifische Investitionen in den Breitbandausbau zu machen, sondern das Ganze eben den Telekommunikationsprovidern zu überlassen und von Seiten der Politik einfach nur, ich glaube, da heißt es, ein investitionsfreundliches Umfeld schaffen wollen. Und, also nur kurz zur Erklärung, vielleicht zur Erklärung dazu kurz. Die Provider fordern ja gerade immer eine Lockerung der Netzneutralität. Also wie soll es zusammenpassen, dass man ihnen auf der einen Seite in diesem Punkt entgegenkommt und auf der anderen Seite den Breitbandausbau fördert, ohne dass der Staat unmittelbar mit eigenen Mitteln da reingeht? Also der Staat geht teilweise mit eigenen Mitteln rein. Dobrindt hat Geld dafür, das könnte aber mehr sein. Und der ist jetzt im Moment dabei, durch die Gründung seiner Netzallianz, das muss ich jetzt hier referieren, hätte Dorothee Bär wahrscheinlich besser selber erzählt, durch die Gründung seiner Netzallianz zu gucken, wie kann er Geld akquirieren, beispielsweise durch die nächste digitale Dividende, um mehr Geld locker machen zu können. Okay. Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Thema Netzneutralität. Bevor jetzt die Verordnung in Kraft treten kann, muss das Ganze ja noch durch den EU-Ministerrat. Und dort sind ja die verschiedenen Mitgliedstaaten vertreten. Und nicht in allen Mitgliedstaaten ist die Haltung zur Netzneutralität, sagen wir mal, gleichermaßen positiv. Also beispielsweise Slowenien und die Niederlande sind da durchaus eher für starke Schutzvorschriften. Italien beispielsweise scheint da eher auf eine providerfreundliche Regelung zu drängen. Wie beurteilen Sie denn angesichts dieser Lage die Chancen, die Nachbesserung, die Sie auch gerade eben selber schon zur Sprache gebracht haben, jetzt noch in der Verordnung zu verankern? Das ist ja das Problem, was wir generell auf europäischer Ebene haben. Also wir Deutschen sind da schon so ein bisschen geübt in den Diskussionen, weil wir haben ja immer schon unsere Diskussion mit den Bundesländern. Und da wissen wir schon, wie man versucht, das zu harmonisieren, da zu einer einheitlichen Position zu kommen. Und das können wir auf europäischer Ebene, können wir uns da oft auch ganz gut positionieren, indem wir werben bei den unterschiedlichen Ländern für unsere Positionen. Das muss man natürlich tun. Das ist alles kein Selbstläufer, sondern es ist genauso, wie Sie sagen, das ist jetzt nicht nur bei diesem Gesetzesvorschlag, sondern generell so, dass die
europäischen Positionen eben auch auseinandergehen. Und wir werben da jetzt für, dass wir Mehrheiten kriegen für unsere Position. Und ich hoffe, dass es uns gelingt. Gut, kommen wir mal zu dem zweiten Thema, was ich mit Ihnen besprechen wollte. Vielleicht noch etwas konfliktgeladener als die Netzneutralitäten. Das ist das Freihandelsabkommen TTIP oder auch TTIP. Auch noch mal kurz zur Information. Die EU-Kommission verhandelt derzeit mit den USA über den Abschluss dieses Freihandelsabkommens. Das nennt sich Transatlantic Trade and Investment Partnership oder eben kurz TTIP. Dabei geht es um den Abbau von sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnissen. Also mit anderen Worten, es geht nicht um Zölle, sondern es geht insbesondere um gesetzliche Vorschriften, die den Gewinnen und den Investitionen der Unternehmen im Weg stehen. Das können Verbraucherschutzvorschriften sein, Vorschriften zum Umweltschutz oder auch irgendwelche anderen Gesetze. Das kommt dann eben auf die jeweilige Situation an. Derzeit erhebt sich ganz wesentlicher Widerstand gegen TTIP in der Bevölkerung, aber auch bei Bürgerrechtsorganisationen. Und die Kritikpunkte sind vor allen Dingen die Intransparenz der Verhandlungen. Das Ganze wird ausschließlich mit Regierungsvertretern bzw. Vertretern der EU und Industrielobbyisten hinter verschlossenen Türen verhandelt und die Zivilgesellschaft bleibt außen vor. Ein zweiter ganz wesentlicher Kritikpunkt ist die Einrichtung von sogenannten Schiedsgerichten oder Investorenschutz. Wie stehen Sie als Vertreterin des Wirtschaftsministeriums generell zu TTIP und insbesondere zu der Verhandlungsführung durch die Kommission? Ich würde ganz zunächst mal sagen wollen, es geht nicht nur um die nicht-tarifären Handelshemmnisse, sondern es geht auch um die Zollkosten als solche. Also es geht auch darum, die noch bestehenden Zollregelungen aufzuheben. Aber darüber hinaus geht es eben auch um die nicht-tarifären Handelshemmnisse. So nennt man die. Und das ist eben alles das, was nicht wirklich Geld ist. Also die Zölle, die man zahlen muss, wenn man Sachen von einem Land ins andere bringt, sondern die sonstigen Beschränkungen. Und typisches Beispiel, was wir da wahrscheinlich schon 90% der hier Sitzenden mitgekriegt haben, ist immer das Beispiel mit den Blinkern oder mit den Außenspiegeln, dass die Blinker in Amerika eine andere Farbe haben als bei uns. Und die Außenspiegel bei uns sind abklappbar aus Sicherheitsgründen. In Amerika sind sie es nicht. Das heißt, jeder, der Autos dahin transportiert, muss von deutschen Autos zwei unterschiedliche Produktionslinien für diese Sachen fahren. Und es geht darum, dass man dafür eben gleiche Regelungen findet und es anerkennt. Aber es geht eben um sehr viel mehr auch noch. So, das nur noch mal zur Erläuterung, was die Idee ist und weshalb das Wirtschaftsministerium im Grundsatz sagt, das ist eigentlich ein guter Ansatz. Also wir wollen eigentlich, dass die Handelshemmnisse zwischen Europa und den USA abgebaut werden. Aber wir wollen natürlich auch unsere Standards erhalten. Also insofern sind wir da in einer etwas schwierigen Situationen, die noch mal dadurch komplizierter wird, als Deutschland ja nicht der originäre Verhandlungspartner ist, sondern, wie Sie richtig gesagt haben, die Europäische Union. Das heißt, wir müssen unsere Vorstellungen von Standards und dem, was wir erhalten wollen, zunächst mal auf europäischer Ebene durchsetzen und klar machen und dann dafür sorgen, dass die EU, die ja am Verhandlungstisch sitzt, wir sitzen da ja gar nicht, genau das macht. Das ist nicht ganz einfach. Und darf ich noch was sagen? Oder wollen Sie erst gerne, sagen? Bitte. Wollte nur sagen, die Kritik, die Sie geäußert haben an der Transparenz des Verfahrens, die teilen wir. Sigmar Gabriel hat gerade vor 2 Tagen eine große Veranstaltung im Bundeswirtschaftsministerium gemacht, weil wir gesagt haben, wir müssen da einfach stärker in die Offensive gehen und wir müssen stärker versuchen, darüber zu informieren, um was es eigentlich geht. Wir hatten eingeladen sowohl den EU-Kommissar de Gucht, der das verhandelt, als auch den amerikanischen Verhandlungsführer Michael Froman. Und beide haben bei uns im Wirtschaftsministerium vor einem ganzen großen Saal von Vertretern der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft und der Verbände diskutiert und sich darüber auseinandergesetzt, was ist uns eigentlich wirklich wichtig. Und ich glaube, dass das ein erster und wichtiger Anstoß war. Wir haben also diese große Form der öffentlichen Veranstaltung haben wir das erste Mal gemacht. Ist natürlich auch nicht so ganz einfach, sowohl Herrn de Gucht als Herrn Froman so an einem Tag nach Berlin zu kriegen.
Ob das nochmal gelingt, weiß ich nicht. Aber wir werden auf alle Fälle den Diskurs über die Inhalte des Handelsabkommens, den werden wir auf alle Fälle fortsetzen. Also wir haben Verhandlungsrunden, Gesprächsrunden mit den Gewerkschaften. Wir hatten schon eine auch mit der Kultur, wo das eine Rolle gespielt hat, mit der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und wir werden auch mit anderen Beteiligten an diesem Prozess in Deutschland diese Runden weiterführen. Aber weil wir genau diese Transparenz herstellen wollen. Und wir können natürlich aber nur insofern Transparenz herstellen, als wir selber wissen und veröffentlichen dürfen. Das Verhandlungsmandat als solches ist ja dankenswerterweise geleakt und im Internet zu sehen. Ich finde es schlecht, dass es nicht gleich veröffentlicht wurde. Okay, dann kommen wir vielleicht mal zu Einzelheiten dieses Verhandlungsmandats. Ein Punkt, den meines Wissens auch die Bundesregierung als kritisch bewertet, sind ja die bislang geplanten Schiedsgerichte, ISDS genannt, Investor State Dispute Settlements. Und diese Gerichte sollen die Aufgabe haben, Streitigkeiten zwischen den Vertragsstaaten und Investoren beizulegen. Besetzt sind dann diese Gerichte mit Wirtschaftsjuristen, die ansonsten auch Mandate für genau die Unternehmen übernehmen, die den Staat verklagen können im Rahmen dieses Verfahrens. Und das bedeutet, wenn es irgendwelche gesetzlichen Vorschriften gibt, die den Gewinnen der Unternehmen entgegenstehen, dann können sie die Staaten auf Schadensersatz verklagen. Die wären dann im Erfolgsfall aus Steuergeldern zu begleichen. Vermeiden können die Staaten das dann nur, indem sie diese Vorschriften abschaffen. Also es besteht zumindest denkbarerweise die Gefahr, dass Unternehmen auf diese Art und Weise Einfluss auf die Gesetzgebung der Vertragsstaaten nehmen können. Wie beurteilen Sie diese Gefahren und ja, vielleicht erstmal dazu, wie beurteilen Sie diese Gefahr? Wenn ich das richtig rausgehört habe, was Sie gesagt haben, dann war da eine gewisse Unschärfe drin, denn es geht nicht darum, dass man tatsächlich bestehendes Recht abschaffen kann, sondern es geht immer nur um das Recht, das sich geändert hat. Also schlagendes Beispiel ist bei uns jetzt der Atomausstieg. Wir haben ein Verfahren laufen, ein Schiedsgerichtsverfahren, wegen des Ausstiegs Deutschlands aus der Atomenergie. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist eine politische Entscheidung, die hier getroffen wurde über die Energiewende und das kann jedes Land tun. Es gibt ein anderes Schiedsgerichtsverfahren, da ist ein Land verklagt worden wegen der Verschärfung der Bedingungen für Zigarettenrauch. Und das sind die Probleme, die wir sehen. Also, dass es schwierig wird, politische Veränderungen herbeizuführen, weil die dann abgewogen werden mit Investitionsentscheidungen. Das, glaube ich, darf nicht sein. Deswegen sind wir der Auffassung, dass wir dieses Schiedsgerichtsverfahren nicht brauchen. Das habe ich auch schon im Deutschen Bundestag gesagt als Position der Bundesregierung. Sondern dass wir ganz klar sagen sollten und müssen, wir haben in Europa und in Amerika einen Rechtsstaat, wir haben rechtsstaatliche Verfahrensweisen und im Rahmen dieser rechtsstaatlichen Verfahrensweisen kann sich jeder, der sich beschwert fühlt, im Rahmen der Prozessordnung der jeweiligen Länder an die Gerichte wenden und sich dagegen beschweren. Es gab ja auch hier Verfassungsklagen schon wegen des Atomausstieges, es ist ja alles möglich. Aber was die nationalstaatlichen Gerichte entscheiden, muss dann anerkannt werden. Was für konkrete Maßnahmen haben Sie denn geplant, Sie sagen ja selber, Sie akzeptieren einen, Sie halten es nicht für sinnvoll, dass es diese Schiedsgerichte gibt. Welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung denn, die Einführung dieser Schiedsgerichte zu verhindern, beziehungsweise dass das Ganze aus dem TTIP-Mandat gestrichen wird? Ja, die Bundesregierung sucht Verbündete dafür, dass das nicht kommt. Das ist jetzt ein ganz normaler Verhandlungsprozess. Ich habe das ja eben schon mal gesagt. Wir müssen jetzt auf europäischer Ebene andere Staaten finden in der Europäischen Union, die unsere Auffassung teilen. Und wir müssen die Europäische Kommission überzeugen. Denn Herr de Gucht ist da noch anderer Ansicht, wie sich gerade herausgestellt hat, vor wenigen Tagen. Jetzt habe ich von Ihnen auch... Sie müssen jetzt mal dahin gucken. Ach so, noch 3 Minuten soll das heißen. Ja. Das ist aber knapp. Wir haben doch später angefangen, oder? Nun gut, okay, dann, also ein Punkt, der mir noch wichtig ist, den ich gerne besprechen würde, ist, zurück nochmal zu dem Thema oder eine Verknüpfung mit dem Thema der Netzneutralität. Die US-Regulierungsbehörde für den Telekommunikationsbereich. Darf ich ganz kurz noch was sagen? Ja. Gucken Sie mal, wir kriegen Zeit verlängert. Ich darf noch sagen. Ich wollte nämlich noch was sagen, was dieses TTIP anbelangt.
Die Europäische Kommission hat ja jetzt das Verfahren ausgesetzt und hat gesagt, wir machen jetzt erstmal eine Konsultation der Bürgerinnen und Bürger in Europa und der interessierten Verbände und Vereinigungen und fragen, was die halten von diesem Schiedsgerichtsverfahren. Diese Konsultation läuft zurzeit und es sind alle aufgefordert, sich an dieser Konsultation zu beteiligen und zu schreiben, warum sie so ein Schiedsgerichtsverfahren nicht gut finden oder warum sie es gut finden. Das kann man ja auch sagen. Aber ich glaube, hier werden wahrscheinlich die meisten sagen, finden sie nicht so gut. Deswegen, also wenn Sie sich da beteiligen wollen, tun Sie das bitte. Gut, vielleicht nochmal zurück zu der Antwort, die Sie da vorgegeben haben. Sie sagten ja gerade, dass sich die Schiedsgerichtsverfahren nur beziehen auf neue eingeführte gesetzliche Regelungen. Jetzt haben wir gerade gehört, dass die Telekommunikationsregulierungsbehörde in den USA, die FCC, angekündigt hat, dass sie Überholspuren im Internet zulassen möchte, dass einzelne Dienste und Anwendungen eben in schnellerer und besserer Qualität zum Endkunden durchgeleitet werden können, solange die Zugangsprovider dem Internet damit nicht, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat, in kommerziell unvernünftiger Weise schaden. Jetzt haben wir auf der anderen Seite eben die Abstimmung im EP gehabt über die EU-Verordnung über den einheitlichen Telekommunikationsmarkt. Und da ist uns ein recht striktes Verbot der Diskriminierung des offenen Internets zugunsten von Spezialdiensten aufgenommen worden. Es wurde im Februar, ich glaube in der Zeit, der Kommissionsentwurf für den TTIP-Text veröffentlicht. Und daraus geht jetzt hervor, dass auch die gesetzlichen Pflichten von Zugangs- und Host-Providern Gegenstand dieser Verhandlungen sein sollen. Also besteht jetzt die Gefahr, dass, wenn TTIP eingeführt wird, bevor wir mit der Gesetzgebung zur Netzneutralität fertig sind, dann amerikanische Unternehmen genau die Errungenschaften, die wir jetzt hier lange, lange, lange erkämpft haben, was die Netzneutralität angeht, uns dann einfach wieder wegklagen? Nein, das sehe ich nicht so. Also schon die Europäische Kommission hat ja eine andere Position zu der Netzneutralität als die, die Sie eben von den Amerikanern vorgelesen haben. Und das Europäische Parlament darüber hinausgehend. Und die Kommission weiß natürlich auch, dass sie für ihre Formulierung keine Mehrheit gefunden hat. Und ich denke auch nicht, dass sich das durch das neue Parlament ändern wird. Also wie gesagt, das Ganze hängt ja jetzt im Moment. Wir haben in 2 Wochen Wahlen. Oder 3 oder so ähnlich. Am 25. Mai auf alle Fälle, genau. Da gehen alle zur Wahl. Und man kann jetzt nur hoffen und davon ausgehen, dass sich die Positionen im Parlament dann eben auch nicht durch die Wahl verändern, sondern dass das so bleibt und dass dann klar ist, das ist nicht das, was wir wollen. Und dann wird sich das auch nicht bei den TTIP-Verhandlungen anders darstellen. Dazu kommt ja, das ist allerdings auch noch nicht ganz einheitlich, wird nicht ganz einheitlich gesehen, aber wir haben dazu auch eine klare Position. Wir sagen, dieses Abkommen, was dann verhandelt wurde, muss von den nationalen Parlamenten mitratifiziert werden. Also auch die nationalen Parlamente sollen darüber abstimmen. Es kann nicht sein, dass nur die Kommission das entscheidet. Und das wäre dann ja auch für die Kommission, also das ist ja auch ein Signal an die Kommission, was sagt, passt auf, ihr müsst in jedem der europäischen Mitgliedstaaten nochmal eine eigene Mehrheit finden. Nun will ich gerne sagen, dass es in Deutschland, glaube ich, mit so die größte kritische Masse gibt, wobei ich gerade gestern mit Kollegen aus Frankreich diskutiert habe, die mir gesagt haben, dass es in Frankreich auch sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und die vor allen Dingen Sorge haben, dass es aufgrund der Landwirtschaft da erhebliche Probleme geben wird, sodass also klar ist, die Kommission tut besser daran zu sehen, dass sie ein Abkommen verhandelt, was in den Parlamenten der europäischen Mitgliedstaaten mehrheitsfähig ist. Eine letzte Frage würde ich noch gerne stellen, und zwar mit so einem Ausblick vielleicht, ein bisschen Zukunftsmusik. Was halten Sie von der Idee, dass man nicht eine transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft mit den USA eingeht, sondern so etwas wie eine transatlantische Handels- und Menschenrechtspartnerschaft? Also wäre es nicht vielleicht sinnvoll, dass man in ein solches Abkommen eben auch die Bindung an die Grundrechte, an die Menschenrechte mit einbezieht? Das ist ja das, was wir anstreben. Also unser Ziel ist ja zu sagen, lasst uns so ein gutes Abkommen verhandeln, dass es quasi eine Blaupause sein kann für alle weiteren Abkommen. Und lasst uns deshalb auch die Arbeitnehmerrechte beispielsweise darin aufnehmen und die Arbeitnehmerschutzrechte darin aufnehmen und andere Arbeitsbedingungsstrukturen. Das ist genau, also wenn Sie jetzt sagen wollen, das sind Menschenrechte,
weiß ich nicht, müssen wir nochmal definieren, genauer vielleicht, aber kann man, glaube ich, schon mit darunter subsumieren. Das ist auf alle Fälle auch unser Ziel. Also da haben Sie uns schon auf Ihrer Seite. Ja, wunderbar. Also ich würde das Gespräch gerne damit beschließen. Erstmal ganz herzlichen Dank für die ausführlichen Antworten und fürs Erscheinen. Und vielleicht kann ich noch einen Hinweis haben, haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen? Nicht mehr, okay. Tut mir leid. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich hoffe, es war interessant für euch, auch wenn es leider zeitlich sehr beschränkt war. Man könnte sich über die ganzen Themen natürlich noch... Ich lag jetzt aber nicht an meinem zu spät kommen, das waren nur 2 Minuten. Nee, wir haben ja auch noch ein bisschen zusätzliche Zeit bekommen. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Erscheinen und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und war informativ. Danke, tschüss.